Hallo, wir stellen euch heute das Screening vor, das wir im Rahmen unserer Starke Rücken, Fitte Gelenke Kampagne mit euch machen werden. Dazu müsst ihr 4 einfache Übungen machen, die euch der Kevin heute mal vormachen wird. Wir fangen an mit dem Einbeinstand. Das heißt, Kevin darf jetzt mal sein ein Bein nach oben nehmen, sodass der Oberschenkel parallel zum Boden ist und zusätzlich muss er die Arme noch gerade nach vorne ausstrecken. Kann er das 10 Sekunden halten, ohne zu wackeln, bekommt er 3 Punkte, volle Punktzahl. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, das war schon ein leichter Abwackler. Das heißt, ein kleiner Punktabzug, 2 Punkte. Gut, erste Übung geschafft. Die nächste Übung ist der Roboter. Das heißt, Arme ungefähr auf Schulterhöhe, gerade nach oben nehmen. Angewinkelt im 90-Grad-Winkel und dann nacheinander erstmal nach oben führen. So, sieht hier schon ziemlich gut aus. Schultern sind nicht ein- oder ausgedreht und er kommt quasi parallel so weit nach hinten. Das heißt, er kriegt hier die volle Punktzahl. Das Ganze machen wir allerdings auch nach unten. Einmal so weit nach unten führen, wie es geht. Hier sieht man bei Kevin, er geht mit der Schulter, weicht leicht nach vorne aus. Das heißt, hier kriegt er einen Punktabzug, 2 Punkte. Okay, die nächste Übung ist der Sitz ohne Stuhl. Dazu darf er jetzt einmal mit geradem Rücken in die Hocke gehen, sodass auch hier seine Oberschenkel im 90-Grad-Winkel parallel zum Boden sind. Arme werden auch hier wieder nach vorne ausgestreckt und das Ganze müsst ihr auch wieder 10 Sekunden halten. Möglichst ohne zu wackeln, dann gibt es auch hier, wie bei Kevin, die volle Punktzahl. Okay, wir sind fast durch. Letzte Übung ist der Zehenstreichler. Meistens allseits bekannt. Wir gehen mit gestreckten Beinen nach unten, so weit wie es geht. Im besten Fall könnt ihr hier die volle Punktzahl erreichen, wenn ihr mit den Händen die Zehenspitzen berühren könnt. Kevin schafft immerhin zwischen Knie und Schnäckel zu kommen, deshalb kriegt er 2 Punkte. Gut, die Punkte werden wir notieren, die ihr schafft und ihr kriegt dann auch ein paar Übungen von uns, Tipps, was ihr machen könnt, um euch da vielleicht ein bisschen zu verbessern, wenn ihr Defizite habt. Und dann machen wir einfach in ein paar Wochen einen Retest und schauen mal, was ihr alles schaffen könnt. Also, wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß mit der Kampagne. Bis dann!